Hallo zusammen, mein Name ist Ferdinand Schäfer und ich arbeite momentan als Tutor am Institut für Theater- und Medienwissenschaft und stelle heute das Projekt Blended Learning am ITM vor und so ein paar Projekterfahrungen, die wir damit gemacht haben, wie das alles angefangen hat. Und zwar ganz pragmatisch, es kam bei uns auch zu einem hohen Zuwachs an Studierenden und dadurch eben zu räumlichen und personellen Engpässen. Dadurch hatte man die Idee, dass man gesagt hat, okay, man zeichnet einfach die Vorlesung auf, stellt die dann online, dass auch Studierende, die eben zu der Zeit eine andere Vorlesung haben, sich das im Nachhinein anschauen können, beziehungsweise dass nicht alle Studierenden die Präsenzvorlesung aufsuchen müssen. Und daraus hat sich dann eben das entwickelt, dass das bei mehreren Vorlesungen gemacht wurde und eine Hauptvorlesung, die Einführung in die Geschichte der Filmsprache, war dann die erste Vorlesung, die komplett aufgezeichnet wurde, die dann auch umgesetzt wurde mit so, ja, so Sprungmarken innerhalb des Videos, dass man einen größeren Überblick hatte. Und das wurde sehr gut angenommen und daraus haben wir dann uns gedacht, wir können da ein bisschen was weitermachen und haben dann die Idee gehabt, dass man zu den verschiedenen Lehreinheiten Lernvideos macht, also direkte Zusammenfassungen nochmal von dem Stoff der Vorlesungen und als Lernhilfen und dann auch effizient im Einsatz im Tutorium, also dann auch Fragenvideos, die dann während des Tutoriums bearbeitet werden. Das sind mittlerweile zu allen Vorlesungen Lernvideos entstanden, die auch jetzt eingebettet auf StudOn in einer zusammen mit den Aufzeichnungen, zusammen mit verschiedenen Materialien auf einer Plattform online sind, die sich die Studierenden mittlerweile komplett anschauen können. Was wir versucht haben, vor allem bietet sich bei der Filmsprache an, dass wir mit Film selber gewisse Phänomene, die es eben gibt, visualisieren. Das heißt, wir haben Beispiele gesucht aus der Filmgeschichte, die dann zum Beispiel die Anfänge des Films darstellen, wie hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus Scorseses Hugo, wo eben so ein Ausschnitt dargestellt wird, wie der Film begonnen hat. Zudem haben wir dann, wie wir das weiterentwickelt haben, versucht, das vor allem neue Beispiele reinzubringen, modernere Beispiele, das auch wiederum zu visualisieren. Beziehungsweise ist es dann auch so weit gegangen, dass wir versucht haben, mit Animationen zu arbeiten und dann abstraktere Kontexte darzustellen. Hierbei auch mit verschiedenen Animationsprogrammen gearbeitet, also mit After Effects. Hauptsächlich arbeiten wir mit Premiere Pro oder auch mit Photoshop. Oder auch dann eben über Übersichtsgrafiken das nochmal zu visualisieren. Das ist sehr gut angekommen bei allen Studierenden, auch in meinem Tutorium. Also das Feedback ist super, gerade gegen Ende oder wenn es zur Prüfung geht, wird das sehr stark genutzt und es sind alle sehr glücklich, dass es diese Videos gibt. Und dadurch haben wir gedacht, okay, das muss weitergehen und haben dann geschaut, was sich noch anbietet für so ein Projekt. Und dazu haben wir dann überlegt, naja, okay, dann schauen wir mal, dass wir unsere Basisseminare auch, für die auch eben Videopräsentationen oder Videozusammenfassungen erstellen. Und da haben wir das angefangen jetzt mit dem Basiskurs Analyse, das ist ein Grundlagenseminar bei uns, wo es eben eher nicht die Möglichkeit gibt, dieses Seminar aufzuzeichnen direkt, da es eher von der Diskussionscharakter ist. Und das ist auch jetzt ganz gut angelaufen, das sind wir gerade drüber. Und um eben verschiedene Module hier zusammenzufassen und darzustellen, da ist jetzt auch mal andere Gegenstände als der Film, zum Beispiel die Fotografie, in dem wir da auch die Möglichkeit haben, Fotografien zu animieren. Also sieht man jetzt ein bisschen hier auf der linken Seite, dass man eben so eine exemplarische Analyse zeigt, wie werden Bilder, wie werden Fotografien interpretiert, gedeutet. Ja, das Ziel von dem Ganzen ist, dass wir in Zukunft für jedes Grundlagenseminar so eine Art Übersicht schaffen an Videos, die dann auch vorausgesetzt werden und die dann auch aktiv in die Lehre eingebunden werden können. Das heißt, dass es noch mehr zu Diskussionen kommen kann. Also das wären dann auch in Zukunft neue Möglichkeiten. Des Weiteren haben wir noch ein weiteres Projekt, dass wir sagen, wir wollen Grundbegriffe der Medienwissenschaft nochmal zusammenstellen, systematisch, methodisch ordnen und das für die Studierenden zur Verfügung zu stellen, dass es hier auch nochmal einen Überblick gibt, was natürlich Voraussetzungen sind bei uns, ist gerade, also wir arbeiten schon mit verschiedenen unterschiedlichen Programmen, was eine hohe technische Affinität erfordert. Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und habe dann meine Kommilitonen auch ein bisschen angelernt, das gezeigt, wie man das machen kann, also das war auf jeden Fall da.
Und natürlich dazu auch doch eine gewisse fachliche Kompetenz, in dem Sinn, dass man sagt, man weiß, was zum Beispiel in der Filmgeschichte passiert ist und kann dann dementsprechend Ausschnitte finden. Also das muss auch gegeben sein. Strukturell muss natürlich auch jemand sich darum kümmern. Das ist momentan keine feste Stelle am ITM. Der Herr Thomas Nachreiner kümmert sich da sehr intensiv drum, macht es aber auch nebenbei. Also es ist praktisch, es muss jemand da sein, der sich darum kümmert. Genau, das war es erstmal von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.